Hallöchen, hier ist ich nochmal, ne? Und zwar habe ich hier eine Anfrage und zwar von der Jennifer B. Und ich finde das ja so toll, ich mag die Jennifer B. so sehr, weil ist meine Schwester, hat den gleichen Nachnamen, ich bin ja G.B. Ne? Georg Beres nannte man mich mal. So, und die Jennifer möchte gerne wissen, ob beziehungsweise was ich denn so über das sage, was ESO-Watch so über mich schreibt. Sie sagte, du sitzt ja quasi an der Quelle und musst ja wissen, was da eigentlich Sache ist. Und ich kann hier mal vorlesen, ich werde den Link gleich auch noch setzen, was ESO Watch so über mich schreibt. Und beziehungsweise eigentlich geht es um New Era, aber habe ich nun mal. Das ist nun mal eben das Projekt, was ich da halt damals entwickelt habe. Deswegen taucht hier auch ständig mein Name auf und wird mit New Era in einem Namen genannt. Eigentlich geht es da weniger um mich, um New Era als um mich. Also wie auch immer, New Era steht hier, ist eine Vereinigung von Esoterikern, Hippies und Freigeistern. Erster Satz. Esoteriker ist hier direkt unterstrichen, kann man anklicken. Und dann steht hier Esoterik. Der Begriff Esoterik stammt aus dem altgriechischen Esoterikos, was innerlich oder nach innen gerichtet bedeutet und bezeichnete zunächst geheime Lehren. So, jetzt bezieht er sich dann, ne, auf die heutige Bedeutung, bla bla bla, könnt ihr selber nachlesen. Ich für mich sehe das Thema mit dem Esoteriker halt eben nämlich so, dass es halt eben wohl in der Urbedeutung ist, nämlich dass Esoterik geheim gehaltenes und Exoterik preisgegebenes Wissen ist, unter das Volk gejubeltes Wissen ist. So, und demnach ist ein Esoteriker jemand, der Wissen geheim hält. Und ich bin quasi das genaue Gegenteil. Das heißt, wir sind keine Vereinigung von Esoterikern, sondern, Herr ESO-Watch, wir sind eine Vereinigung von Exoterikern. Ne? Hippies definitiv und Freigeistern definitiv. Sie bezeichnet sich als Projekt zur Schaffung des Weltfriedens. Obwohl die Aktionen dieses Netzwerks im Grundgedanken friedlich und harmlos sind, ja, soweit gut beobachtet, Herr ESO-Watch, lassen sich oft, in Klammern, insbesondere im Fürstentum Germania, rechte Gedanken wiederfinden. So, nun muss man dazu sagen, dass das Fürstentum Germania eigentlich mit Nuera überhaupt gar nichts zu tun hatte, bis auf das Nuera für das Schloss, das Germania als Hauptsitz gewählt hatte, dafür zuständig war, das Schloss wieder aufzubauen, was dann aus irgendwelchen Gründen anders gelaufen ist, spielt keine Rolle, nur Germania hat nichts mit Nuera zu tun. Das sind zwei komplett getrennte Projekte, die hier einfach so in den Haufen, über den Haufen, in einen Pott geschmissen werden. So, New Era sollte man nicht mit dem Scientology-Kreis New Era verwechseln. Das ist ein guter Hinweis. Fast alle sogenannten New Era-Operationen werden von einem Ehepaar erfunden, das sich selbst Bauchi und Frau Bauchi nennt. Jawohl, das ist meine Frau. So, die einzelnen Aktionen werden dann hier aufgeschrieben und dann ist hier, könnt ihr euch selber dazu schreiben, zu hier Dingsen, was ne, was er dazu schreibt. Also, so, jetzt kommt die Bewertung, finde ich total lustig. Bewertung. Wie man schon an der Unsinnigkeit der meisten Operationen erkennen kann, zu der ich an dieser Stelle, 2 Jahre nachdem die Operationen so alle mal gestartet worden sind, aus den Operationen inzwischen handfeste Dinge geworden sind, die wir leben, die wir halt, die aus den Operationen halt eben bereits das hervorgegangen ist, wofür die Operationen gedacht waren. Also der Unsinn erschließt sich durch den Sinn, dass wir das jetzt zur Verfügung stehen haben und der Mann, der es geschrieben hat, eben nicht, weil er es nicht sehen kann, deswegen den Sinn nicht sehen kann, deswegen Unsinnigkeit der meisten Operationen erkennen kann, steckt hinter der New Era größtenteils verquerer Hippie-Idealismus. Ich würde das eher sagen, wir versuchen einfach mal zu gucken, was so geht. Ne? Eine Ausnahme bildet da die Operation Krampfer.
da sich aus dieser Aktion in sehr kurzer Zeit ein wichtiger Standpunkt der braunen Esoterik und Reichsbürgeridee etabliert hat. Ja, wollte der RBB uns auch alles gerne weiß machen, hat aber trotzdem total, also braune Esoterik. Also nennen die mich jetzt Nazi oder, ne? Naja, vielleicht verstehe ich es falsch, weiß ich nicht. Aber mit der Reichsbürger-Idee habe ich mal und eigentlich die gesamte Idee von Nuera eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern eher davon, ein neues Zeitalter aufzurufen, in dem es gar keine Staaten mehr gibt. Also Recherche betrieben hat der Kerl kein bisschen. Also es gibt wirklich alles, was es über Nuera zu wissen gibt, gibt es im Internet zu finden. Und er hat sich keine 5% davon offensichtlich angeguckt. Hier allerdings von einem Selbstläufer oder Glücksfall zu reden, bei der hier Operation Krampfer, wo es wie gesagt darum ging, ein Schloss aufzubauen und nichts mit, gar nichts mit von Nuera-Seiten mit Germania zu tun hatte, also mit brauner Esoterik oder Reichsbürgeridee. Alles, was die gesagt haben, ist, dass die BRD illegal ist und sie angefangen haben, Alternativen aufzubauen, um dann halt eben rauszukommen. Aber die BRD nennt das dann sowas halt. Ja, wäre falsch. Diese Aktion ist kein spontanes Hirngespinst, keine fixe Idee, sondern wurde wohl gewissenhaft im Verborgenen geplant. Also ich kann euch exakt genau sagen, wie das geplant, wohl gewissenhaft und keine fixe Idee war, nämlich Manu und Jens sind am 4. Januar 2009, glaube ich, schon aufs Schloss gefahren, um einfach zu gucken, was da machbar ist, und sind quasi einfach da schon mal eingezogen. Und damit die da nicht alleine sind, habe ich halt gesagt, okay, dann machen wir eine Operation, worin wir halt die Leute zusammenfinden, die Lust haben, das Ganze möglich zu machen. Ja, und dann war 5 Minuten später auf Yuko die Operation Krampfer geworden. Also keine fixe Idee, sondern wurde wohl gewissenhaft im Verborgenen geplant, das ist genau richtig, innerhalb von 3 Sekunden oder so. Das lässt sich daran erkennen, dass die Hintermänner dieser Aktion, moi und der Marel, wir zwei waren die Operator dieser Operation, die Hintermänner dieser Aktion in keiner anderen Aktion präsent und auch sonst ganz andere sind. Ja, das kommt davon, wenn man falsch recherchiert und Expertentum nur vorgeben kann. Wie gesagt, also sonst ganz andere sind die Hintermänner dieser Aktion, waren exakt genau die gleichen wie die anderen auch. Aber hatten natürlich, hier werden wieder die Leute von Germania mit reingeschmissen und das hat nichts damit zu tun. Wie gesagt, einfach zwei komplett unterschiedliche Projekte, die einfach nur durch ein Haus irgendwie zusammengekommen sind. Aber weiter getrennt gearbeitet haben. Nur wir, die Leute zusammen halt zum Teil in beiden Projekten einfach drin waren oder so. Oder ne, ich aber zum Beispiel mit Germania überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, wie die weiteren Aktionen der Nuera zu bewerten sind, bleibt abzuwarten. Ja, das ist halt eben schön. Also das heißt, vorurteilen tun wir zwar wohl schon mal, aber dann sagen wir trotzdem, dass es eigentlich nichts wert ist, was man gerade gelesen hat, weil man muss eh erstmal abwarten, was überhaupt draus wird. Isowatch, was soll man da noch zu sagen? So, Selbstverständnis steht hier noch. In eigenen Worten, Nuera steht synonym für ein globales Bewusstsein, das sich seit Jahren auf der ganzen Welt automatisch abzeichnet. Ein Bewusstsein, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen muss und damit zum Wohl der Gemeinschaft beiträgt. Nuera ist für den Weltfrieden und propagiert keine Xenu-Geschichten. So, jetzt steht hier Selbstverständnis und in eigenen Worten. Ich habe keine Ahnung und ich war damals der, der die Texte da noch alle verfasst hat, weswegen das alles dann irgendwann mal einen Umsturz brauchte, weil ich da zu einer Guru-Figur geworden bin, was nicht dienlich war. Deswegen haben wir alles ein bisschen ummodelliert und demnächst geht es wieder neu los mit ganz anderen Möglichkeiten und ohne einen Guru. Ich habe keine Ahnung, also dieser Text ist nicht aus meiner Schreibe. Ich weiß nicht, wo in eigenen Worten, wo dieser Mensch, der das geschrieben hat, in eigenen Worten das her hat. Ja, und ja.
Ne, hier, Nuera hat eine ähnliche Gruppen, steht hier noch, Nuera hat eine starke Ähnlichkeit zu European New Resistance, insbesondere in den Thesen zu Chemtrails und Verschwörungstheorien, wo ich persönlich quasi gar nichts mehr mit zu tun habe. Und ja, ne, was heißt insbesondere in den starke Ähnlichkeit, ja, wir stellen diese Sachen halt in Frage. Ja, das ist keine Ähnlichkeit, das ist eine absolute Gemeinsamkeit zu der ENR. Auch dort ist Georg Beres, G.B. als Bauchi aktiv. Allerdings ist die NR weitaus systematischer organisiert als die vergleichsweise chaotische Nuera-Bewegung. Auch das ist vollkommen richtig. Es ging mir darum, quasi ein chaotisch strukturiertes Projekt mal zu machen, wo es halt eben keine organisierten Strukturen und Richtlinien gibt, sondern jeder einfach sich frei bewegen kann, mal mehr, mal weniger mit dabei ist, aber immer vor allen Dingen dann, wenn er was tun kann und dadurch die ganze Zeit Dinge getan werden. Und ja, Nuera halt eben seit einem Jahr vor allen Dingen weitaus mehr live umgesetzt wird als im Internet und im Internet eigentlich nur so die Vernetzung stattfindet und ich seit 2 Jahren ungefähr, glaube ich, ausschließlich nur noch mit Leuten zu tun habe, die ich durch Nuera und dieses Projekt, was ich damals gestartet habe, kennengelernt habe. Und natürlich halt all das, womit ich mich vernetzt habe, durch andere Netzwerke, was aber alles dazugehört. Netzwerkvernetzung, dafür steht Nuera. Ja, so, das in meinen Worten zu meinem Projekt. Ihr braucht mir nichts glauben, ihr könnt euch aussuchen, also ich empfehle gar niemandem was zu glauben, sondern einfach eure eigene Erfahrung zu machen. Fühlt euch eingeladen, einfach vorbeizukommen oder ladet mich ein, komme ich auf dem Peace Trail 2011 bei euch vorbei. Und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wenn ihr Ideen habt, postet sie und verfallt nicht in irgendeine Rechthaberei oder sonst was. Bringt einfach nichts. Es ist Blödsinn. Ich hätte auch keine Lust, mich mit dem Herrn ESO-Watch auseinanderzusetzen. Streiterisch, würde ihn gerne mal kennenlernen und gucken, wer das so ist. Also, so mache ich das, wenn ich Recherche betreibe. Vor allen Dingen bei Leuten, die halt sich auch offen mit Adresse und Telefonnummer komplett präsent im Internet gläsern zu finden sind. Also die Recherche von Herrn ESO-Watch hätte ein bisschen schöner aussehen können, ein bisschen, also hätte er wenigstens mal vorbeikommen, hätte wenigstens mal anrufen können, oder? Mal wenigstens mal Interview, mal nachfragen, was denn eigentlich so ist. Naja, so viel zum Thema ESO-Watch und auf die Anfrage, was ich denn zu dem sage, was ESO-Watch über mich schreibt. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Aufschluss bieten und Grüße an dieser Stelle recht herzlich nochmal die Jennifer B. Und ich muss jetzt echt was sagen. Pimmeln, ich finde es einfach nur geil. Hier, Frieden auf Erden. Und, noch was war, egal. Nicht mehr zum Thema. Tschüss, macht's gut.